Oh, das ist aber wie eine fahrende Schrankwand, wa? Ja, ja. Hast du CW-Werte? Ja, also schlimmer als ein LKW. Ja. Naja, die sind ja auch kaum verkleidet und dann ragt das Fahrer also. Ja, wohl die modernen, die sind schon ein bisschen verkleidet und schon ein bisschen abgerundet. Hört, Alter, verkleidet, was geht? Ah, oh, gucke, Imbiss offen, wa? Imbiss plus offen? Ja. Aha, komisches Schild. Ja, aber es scheint doch wieder ein Betreiber drauf zu sein. Ja. Weil da war ja sonst immer Bauer zu, aber jetzt haben die regelmäßig wieder offen, wa? Hey, guck mal, noch so viele Blätter auf dem Bäumen, wa? Naja, wir haben schon fast Dezember, wa? Naja, Mitte November erstmal, aber... wo hier die Sonne hinscheint. Ja. Also ich habe bis jetzt drei Motorradfahrer gesehen, mehr nicht. Ah, hab vielleicht nicht so viele mehr Ganzjahreszulassung. Genau so ist es. Es gibt ja auch welche, die haben noch dann bis November. Von März bis November, ja. Ja, März bis November gibt's auch, aber... Ja, ich habe letztens gerade drüber nachgedacht. Ich dachte, Mensch, das war eine gute Entscheidung, Ganzjahreszulassung, weil die Winter sind doch ja nicht mehr so kalt. Wenn du da 10 Grad plus hast und es trocken, da kannst du fahren. Ja. Vor allem jetzt 16 Grad. Guck mal, wie viele Leute hier. Oh, hier links, guck mal. Ja, ja, ist wieder gut besucht hier. Der Lutherstein. Du kannst auch mal vorfahren, dass ich dich auch mal vorne mit drauf habe, nicht bloß von hinten, ne? Kannst ruhig mal überholen. Mach mal mein Kennzeichen dann drauf. Ja und? Will ich nicht. Komm, fahr mal vor, dann muss ich sie eben wegretuschieren. Los, fahr vor. Na, jetzt nicht. Doch, ich fahr doch ganz rechts, kannst du vorfahren. Ach so. Ich meinte nicht, du sollst ihn überholen, ich meinte, du sollst bloß mal vorfahren. Ich dachte ja, der sucht hier irgendwo einen Parkplatz, aber scheinbar nicht, ne? Probier's doch nicht. Oh, sind doch schon ein paar Plättchen auf der Straße. Ja, hier ist wieder feucht. Ah, scheiße. Naja. Was bremst der denn? Ja, das ist vielleicht eine alte Mutter von 85, die fährt. Und die wird sich sagen, wir gehen sie gemächlich an. Das sah aus wie die Yamaha, wie heißt die Tracer? Ja, ja, irgend sowas. Funktioniert oder was? Ja, eigenartig war. Aber das Regengebiet muss ja ziemlich groß gewesen sein, wenn es ja sogar hier richtig geregnet hat. Naja, war ein richtiger Regenfront, die drüber gezogen ist, war. Na ja, mach mal. Oh, hier ist nass, nee. Oh. Gibt's aber jetzt, ja. Na, jetzt hat er das rechte Pedal gefunden. Ja, du kennst doch bei Werner. Spack mal fest die Scheiße, oder jetzt. Mit der Bohrmaschine ist gar nicht festgeschraubt. Ich überhole den trotzdem. Ja, ja.
schön rot. Das sieht richtig rot aus, war der Belag. Nee, ich meine die Ampel. Ach, die Ampel, ja. Na, wir müssen rechts, war? Ja, ja. Jetzt ist grün, das ist gut. Eine alte, was war denn das? Ich glaube, eine alte GSF. Schöner Mercedes. Hey, 1,33,9, der Super, die haben doch was am Köpfe. Stehen da welche? Nö. Du kannst wieder vorfahren jetzt. Mhm. Mach ich. Von der Seite noch ein bisschen einfangen hier, ja. Schöne Maschine. Da bin ich mal gespannt, wenn der Biker-Szene nächstes Jahr stattfinden wird, wie die Leute dann gucken. Wird dann nochmal richtig schön geputzt? Ja, weiß ich auch nicht, wie das sein wird, aber ich denke mal, es wird sich entspannt haben nächstes Jahr. Naja, bis April ist noch Zeit, also jetzt mal gut. Und bis jetzt hat man jedes Mal Glück mit dem Wetter. Voll ein Blatt auf die Serie gekriegt. Ich muss sie gerade wegmachen. Aha. Das ist wie so eine Zeitung, die rumzieht. Voll ins Gesicht. Schöner ist, wenn die Sonne so durch die Bäume scheint, oder? Ja. Da sind doch einige Fliegentreffer an meiner Windschutzscheibe. Oh, der Wind. Wahnsinn. Wahnsinn, ey. Ja, jetzt haben wir von vorne. Ein bisschen lauter stellen. Wundert mich, dass so wenig Motorradfahrer das Wetter müssen. Ja, die haben alle Schiss. Ja, wahrscheinlich. Die sitzen hinterm warmen Ofen und, ja, und warten aufs Kaffee trinken. Ja, ja, ja. Ja, den Wind merkt man ganz schön. Was geht? Das ist ein schönes Wetter zum Motorradfahren heute, Mensch. Die ganze Zeit 60 Grad, sagt man Thermometer. Was sagst du? Die ganze Zeit 60 Grad, sagt man da um 11 Uhr. Ach so, ja. Ja, meins war 17. Ah, das ist scheiße. Hey, das muss man sich mal vorstellen. So eine Temperatur Mitte November, das ist ja unklar. Ja, morgen soll es ja 17 Uhr werden. Soll es ja noch ein bisschen wärmer werden. Zum Nachmittag aber erst. Komisch. Da muss, morgen muss ich auch erst, habe ich 20 Uhr erst die Züge. Ziemlich wenig Wasser drinnen. Naja, müsste mal wieder regnen, richtig. Thank you.
Zeit im Überfahren. Boah, ist ganz anders. Jetzt bin ich bei 5,5 Meter. Der hat geblinkt, der hat gemeint, ich soll überholen, aber... Hier sind 70, das mache ich jetzt nicht, also das ist eine Kurve. Vor der Kurve kann man nicht überholen. Kuckuck gibt's hier als Wohnort, siehst du? Ja. Nee, kaum noch Sinn, wir sind doch eh schon fast da. Naja, vor allen Dingen kommen jetzt allerhand. Na gut, das können wir jetzt schaffen. Ah, nee, da kommt noch was. Dann schon wieder welche, ja. Von der Seite ran zu fahren, das ist nochmal die Stadt. Da ist mal ganz was anderes, wa? Ja, auf dem Moped habe ich jetzt 75 Kilometer fahren. Aha. Also. So, jetzt versuche ich mal, mein Glück. Langsam, der hat uns super stehen hier, dass wir überholen können. Das ist ja nett, ja. Wa? Ganz nett. Macht nicht jeder. Nee. Mal gucken, was wir hier kommen bei Total. 1,50. Oh, 1,50. Das ist doch super, plus 1,50. Ach du Scheiße. Das ist ja wie im Sommer vor einem Jahr gewesen. So hier. Also, wir müssen doch auf die Harley Lifefire umsteigen, ne? Das kannst du doch vergessen. Die kostet bloß 32.000, Mensch, habt ihr nicht so. 32.000, bis wir uns wieder alles Schönes holen können? Ja. Ja, ich. Teufel tut und mir so ein komisches Elektroding ins Haus holen. Na, vor allen Dingen 100 Kilometer Reichweite, wa? Da habe ich vor 2 Tagen eine Werbung gesehen, da wollen irgendwelche so eine Weltumrundung machen mit den Dingern. Ah. Das ist schwierig, sicherlich. Bei 100 Kilometern Reichweite, naja, da muss ich aber echt gut geplant haben. Handy oder was? Mit was? Mit der SV. Wieso im Juli, nö. Wann war denn das? August. August. August 19, IC kommt. Ja. 2 Jahre Zeit, dann muss ich jetzt bis August 21. Und da musst du die 50-50 Sache begleichen, ja? Nächstes Jahr. Genau. Dann muss das Konto dann gedeckt sein zu dem Zeitraum. Da muss ich nochmal genau im Vertrag gucken. Ja. Und dann. Ja, das ist ein schönes Motorrad, das ist schade drum. Aber, naja, musst du mal drüber nachdenken. Aber schade, die Straße ist feucht. In 2 Jahren 15.000. Ja. So viel, ja. Ey, der fährt einfach, der Sack. Ja, der hat wahrscheinlich nicht nach links geguckt, weißt du? Ach so. Was jetzt nicht heißt, soll, dass die alle so sind, auch. Nö, es gibt doch viele, Frauen, die können gut Auto fahren. Ein Großteil, sag ich mal. Kann man auch nicht sagen. Man sagt, ein Teil davon kann nicht Auto fahren. Ja.